Hier jetzt einmal ein zweites Zahlbeispiel. Wir haben ein Profil zweifach abgeköpft wie ein Z. Es ist der Einfachheit halber punktsymmetrisch, insgesamt 50 mm hoch. Hier haben wir einen Steg von 10 mm, dann 5 mm wieder abgewinkelt. Und wir haben überall einfach eine Randstärke von 1 mm. Das macht bloß ein bisschen einfacher zu rechnen. Und wir suchen jetzt mit unseren vereinfachten Annahmen, nämlich dass wir das Profil bloß über die Mittellinie, die blaue hier beschreiben mit ihren Abmaßen, und der Wandstärke suchen wir jetzt das Flächenmoment um die x-Achse. Wie gesagt, der erste Fehler durch die erste Annahmebeschreibung des Profils über die Mittellinie und die Wandstärke ist jeweils hier in den Ecken, weil die obere Fläche, wir haben hier praktisch ein kleines Eck, welches immer vergessen wird, aber dadurch haben wir hier immer ein kleines Eck, welches doppelt gezählt wird. Das zweite in den Annahmen, wir werden zwar erst einmal alle Zahlen aufschreiben, aber dann werden wir wieder sehen, dass die Eigenanteile von den Flächen, welche parallel zu unserer Bezugsachse sind, das wird hier die Fläche 2 und die Fläche 4 sein, dass die auf jeden Fall entfallen können. Bei der Frage zu der Fläche 1 und der Fläche 5, da muss man mal sehen, was dabei rauskommt. Das Verhältnis von Eigenanteil I0 zu unserem steinerschen Anteil. Also starten wir mal. I0 von der Fläche 1. Wir haben überall eine Wandstärke von 1, also 1 mal 5 hoch 3 Zwölftel. Die Fläche 2, 10 mal 1 hoch 3 Zwölftel. Die 1 hoch 3, die speichern wir dann gleich. Die Fläche 3, Breite ist 1 mal 50 hoch 3 Zwölftel. Die Fläche 4 ist gleich wieder der Fläche 2. Und die Fläche 5 ist gleich wieder der Fläche 1. Ich schreibe mal gleich in Rot die tatsächlichen Zahlenwerte dann drunter. Jetzt habe ich mal die Zahlenwerte drunter geschrieben. Wir sehen, von der Fläche 1 und der Fläche 5 ist der Eigenanteil etwa 10. Fläche 2 und Fläche 4 haben ein I0 von 0,8 und der Steg in der Mitte, der hat ein I0 von über 10.000. Also da sieht man schon, dass letztendlich der einzig relevante Anteil ist der unserer Teilfläche 3. Bei den Fünfern, da kann man noch drüber argumentieren, wenn die langsam länger werden, dann wird es mal irgendwann einen merkbaren Einfluss haben. Schauen wir zu den Querschnittsflächen. Fläche 1 ist 1 mal 5, Fläche 2 sind 10, hier sind es 5, da sind es 10. Und da sind es 50. Die schwere Achsenabstände von der x-Achse zu der unteren Kante sind es 25 mm. Wenn das 5 mm sind, muss ich nochmal 2,5 zurück. Also hier haben wir minus 22,5. Die Fläche 2 liegt dann bei minus 25. Die Fläche 3 mit dem eigenen Schwerpunkt, weil das ein punktsymmetrisches Gebilde ist, hat wiederum ein L von 0. Die Fläche 4 hat plus 25 und die Fläche 5 plus 22,5. Jetzt rechnen wir noch die steinerschen Verschiebeanteile aus. Jetzt haben wir alle
Wert in unserer Tabelle aufgefüllt. Wir sehen schon von den steinerschen Anteilen im Vergleich zu unserem I0 unseres Steges 3 sind die steinerschen Verschiebeanteile in ähnlicher Größenordnung. Das heißt, die darf man auf keinen Fall vernachlässigen. Auch wenn die Fläche sehr, sehr gering ist, haben wir einen großen Abstand. Und für den steinerschen Verschiebeanteil müssen wir den Abstand ja immer quadrieren. Das heißt, hier im Steineranteil werden wir üblicherweise keine Werte auslassen, es sei denn, wir hätten irgendetwas, das eine Fläche sehr, sehr nah an unserem Hauptschwerpunkt liegt. Aber üblicherweise bei dieser Art von Profilen, die leben davon, dass wir viel Versteifung mit wenig Material bekommen. Das heißt, man versucht, die Flächen möglichst weit wegzubringen vom Gesamtschwerpunkt. Dadurch kann man sie sehr dünn halten. Und damit der Rand hier nicht ausbeult, hat man noch mal ein bisschen umgebaut. Das heißt hier, für die Summe von den I0s, wir kürzen alles oder streichen alles raus, was nicht so wirklich relevant ist, und es bleibt bloß noch das I0 vom Steg 3. Damit haben wir jetzt beides zusammen und das ergibt uns dann ein IXX von 27.979, also knapp 28.000, und die Einheiten dazu Millimetern pro 4. Ich hoffe, Sie konnten sehen, wie stark die Vereinfachung ist. Gerade einmal die Beschreibung über die Mittellinie und dann die Werkstoffdicke ist eine unheimliche Erleichterung, weil man sonst immer genau zählen müsste, dieses kleine Kästchen im Eckchen. Wo schneide ich das ab? Dann wäre diese Fläche nicht 10 mm, dann wäre sie 9 mm breit und die andere Strecke, die ist dann 5,5 mm lang und dementsprechend die Teilschwerpunkte um einen Viertelmillimeter rauf und runter. Das ist unheimlich viel Aufwand und den kann man sich sparen bei der Beschreibung einfach über die Mittellinie und die Wandstärke. Und dann im zweiten Schritt streichen wir all das raus, was sehr, sehr geringe Anteile von unserem I0 mit sich bringt und bekommen somit dann eine recht übersichtliche Tabelle und sehr schnell ein Ergebnis.